Ja, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute wieder ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich mal was Günstiges gekauft, ein kleines AC-Modell. Das müssen wir gemeinsam mal anschauen. In echt verbraucht es wahnsinnig viel Sprit, das Fahrzeug, aber hier im Elektrobereich mit Elektromotor und Batterien, die wir einlegen, denke ich, ist es was ganz Vernünftiges. Bleibt dran, seid gespannt. Ja, hier haben wir das Fahrzeug. Ein Hammer H2. Cooles Design. Ja, in echt ist das wirklich das umweltfreundlichste Auto, was es so gibt. Hat einen Strudel im Tank und war eigentlich für die Armee vorgesehen. Hat man hier quasi auch als Zivilfahrzeug kaufen können. Sieht martialisch aus. Schon einfach mal hier raus. Ist leider hier noch mit 27 MHz ausgestattet. Ein Vorwärts-Rückwärts-Fahren. Hier haben wir noch Anleitung mit dazu, Produktinformationen. Hier muss ich Batterien einlegen. Hier 1,5 Volt, 3 Stück und hier 2 Stück in die Fernbedienung. Das muss ich einfach mal tun. Ist hier unten dran festgeschraubt. Hier müssen wir die Transportsicherung lösen. Boah, ganz schön heftig reingestreht hier. Boah. Das fällt schon wieder entgegen. Nicht solche crazy Antennen dran. Und hier noch einmal Fernbedienung. Und da dann ein paar. So. Sieht eigentlich sehr cool aus. Die Lenkung ist nicht proportional. Hier müssen die Batterien reinpacken. Sonst so kann man nicht meckern, sehr schick. Bisschen flach vielleicht, obwohl ja, geht eigentlich. Hier müssen wir drei Batterien reinpacken, habe ich auch hier zur Hand. Die ganze machen wir dazu hier. Und hier haben wir den ganzen Spaß. Push oben, dann müssen wir das hier rausdrehen. Die Antenne uns in die Gegend, ja, hier 27 MHz, da brauchen wir hier Riesenantennen. Das wird normalerweise immer weniger, weil die halt schon sehr störanfällig sind halt, die Batterien hier. Und man schwenkt hier wirklich auf 2,4 GHz um. Okay, hier geht schon was los, man hat hier Knüppel vor, rückwärts und links und rechts. Jetzt schaut man die ganze Sache mal ein. Ah, jetzt geht was los hier. Ah, die Lenkung geht hier so. Noch ein bisschen die Trimmung einstellen. So, was das jetzt sein kann. Ich habe Batterien eingelegt, die nicht mehr ganz so fit sind. Lass ich mal nagelneue einlegen. So, neue Batterien hier eingelegt. Schauen wir uns mal da, wie das Auto jetzt hier fährt. Voilà. Ich aufpassen, dass meine. Dann auf zur Probefahrt, würde ich mal sagen.
Hummer von Hummer. Cooles Gerät. Einfaches Fahrzeug, günstig. Fährt meines Erachtens von Anfang an super cool. Klasse.